Finn. So läuft das jetzt hier. Paf, Brudi, da ist er wieder reingeglitten gekommen ins Bild, ne? Richtig deluxe und richtig elegant, ne? Mädel an die Freunde an YouTube, auch hier. Ich bin im Modus im Moment, wir haben gefeiert und hatten Spaß. Außer Sandra. Also Sandra hatte schon Spaß, aber ne, die hat mir den Spaß kaputt gemacht. Ich habe dann aufgehört zu tanzen und möchte dann meine frustrierte Art und Weise jetzt irgendwie hier, ja, weiß ich nicht, irgendwie rauslassen, will ich mal sagen. Ihr hört bitte auf den Federn rumzutanzen, ja? Das haben die Leute nicht so gern. Was die Leute aber gern haben, was, ne, der König der Überleitung, ihr seht es schon, sind Harper-Bilder. Und die werden mir liebevoll geschickt. Wenn auch ihr Harper-Bilder zusenden wollt, könnt ihr das gerne... Also war er nicht vorbereitet, Moment. Könnt ihr das gerne per E-Mail oder auf dem Discord machen. Da kommt noch einiges. Ich komme da kaum hinterher, ne? Freddy Harper ist natürlich hier auch so ein komischer Kopf drin, ne? Mit der Edelfrisur hier. Gefällt mir auch sehr gut. Manchmal, umso einfacher das gemacht ist, umso besser. Das... Digga, komm mal rüber. Wo? Das hier musste ich jetzt zeigen, weil wurde ich irgendwo gezwungen zu. Und ja, Support, Community, bla bla bla. Das ist irgendeine Figur von... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendeinem Spiel oder sowas. Irgendwas Uninteressantes, ne? So, habe ich damit gemacht. So, was wir dann auch noch an guten Sachen haben, ist hier zum Beispiel Habunenhaber. Was? Der Odogina-Meme, ne? Also danke dafür. Harpunenhaper, aus dem wuchs ihm sein Harperbond 0007. Also ist halt ähnlich wie beim Wongel, Octobussy. Da kannst du nichts begreifen, ne? Hier haben wir den Kollegen, der Harper. Und man möchte auch auf die Details achten, ne? Hier fliegt Harper und hier kickt Harper auch noch den einen oder anderen vom Flugzeug. Ich guck gerade, sind noch irgendwelche Easter Eggs drin? Das ist, haben die jetzt auch mittlerweile eingefügt, dass sie da irgendwelche versteckten Easter Eggs reinmachen, ne? Ich warte nur noch, bis ich diese runde Sonne da auch in irgendeinem Bild an... Ne, ne, hört auf damit. Eben, Mobbing ist uncool. Was auch uncool ist, ist, warum das immer auf dem siebten Bildschirm da aufgeht. Moment, Freunde. Ich ziehe mir mal professionell, wie ich bin, mitten in der Aufnahme hier, einfach den Chat da drüber. Zack. Damit ich den blockiert habe, ne? Dann kann ich auch den Chat da besser ignorieren. Und das ist mir wichtig, das wisst ihr. So, was wir hier haben, ist natürlich Pablo 2. Einfach der Gesichtsausdruck, ne? Ja, eben. Da guckt er ganz schön grimmig, ne? Das kann er am besten grimmig gucken. Das wissen viele. Und was wir dann auch noch haben, ist... Ich und Snoopy und Harper sind auf Streife... Und, ja, komm, aufhören jetzt, ne? Also, es reicht so langsam. Das wird auch, das grenzt an Mobbing, Freunde, ne? Also, aufgeräumt, so, weil ich das gern hab, das wisst ihr. Aber es ist so, irgendwie muss ich mich auch wehren. Irgendwas muss ich ja dann auch machen, ne? So, Freunde, was ich auch machen muss, ist hier Frisuren bewerten, ne? Oder Meinungen zu Frisuren abgeben. Und einen Schluck trinken. Apropos trinken. Wer ertrinken wird, wenn er ans Wasser kann, kommt, weil er nicht schwimmen kann, ist mein Rollstuhl-Snoopy. Den habe ich mit Liebe gebaut, ne? Der ist halt auch fest da drin jetzt. Der ist wirklich fest da drin verankert. Also der kommt nie wieder aus dem Rollstuhl raus und der ist quasi verschweißt damit, so, ne? Und der wird uns jetzt halt auch ab und zu liebevoll begleiten, ne? Rollstuhl-Snoopy ist auch dabei und wenn was passiert, wird er auch was dazu sagen. Wir gucken uns unseren geliebten Influencer an, Drachenlord, und ja, weiß ich nicht, ne, was wollen wir sagen. Mir gefällt das, wie stylisch er das Mikrofon hier so rein, wie so ein Luan kommt es einfach so, ja, ist doch gut, ich erwähne dich gleich schon noch. Mit so einem Luan kommt es hier gleich so richtig rein und ich denke, wir können eine ausgesprochen gute Soundqualität erwarten, ne, so wie die Qualität meiner güldenen Krone. So, Freunde, genug gelabert. Timepunkt hier oder was für euch, Dullis? Habe jetzt schon keine Lust mehr. Reicht mir jetzt schon. Metal, Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Metal Rödiger, wenn das jetzt cool ist, so zu sprechen, dann machen wir das alles so als Königsinfluencer. In einem Hashtag Frag Drache. Ja, Mann, Frag Drache.
Und ja, ich kling heute richtig krass geil. Ich auch, kling richtig krass geil, Junge. Ich komme mir auch gar nicht so cringig vor wie so ein 14-Jähriger, der irgendwie versucht, so böse zu sprechen. Nein, Rüdiger. Ja. Ja, merkst du selber, ne? Okay. Hättest du rausschneiden können, weil es ist ja ein Video. So, wir machen heute ein Hashtag Fragdrache. Und ja, hast du schon gesagt, komm, machst mich jetzt schon aggressiv. Und zwar live auf YouNow. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll. So. Achso, das kann natürlich spannend werden, ne? Live auf YouNow. Ein Fragdrache. Apropos, das ist natürlich lustig. Ich guck gerade mal nach, wie viele Abonnenten ich habe hier live im Stream, ne? Damit das auch aktualisieren. Okay. Kann ich das, ich will, nee, ich habe Angst, das in die Kamera zu halten, sonst seht ihr, dass ich so etwa 8,5 Blatt netto im Monat mit YouTube mache. Ich habe 1495 geliebte Abonnenten, ne, die mich lieben, weil ich sie so liebe. Weh, ihr macht heute Nacht, ich habe keine Lust, heute Nacht zu streamen. Wenn heute Nacht, dann machen wir das auch, dann hier frag Fuchsi oder was im Livestream, bei 10 Abonnenten. Das sind 15 Abonnenten noch, Freunde, ne? Also, Werbetrommel rühren, aber sobald ich, auch wenn ich im Bett liege abends, ne, und wenn ich nachts traurig bin und dann bräuchte ich so ein bisschen Aufmerksamkeit, dann gucke ich bei YouTube, gucke, ob aktualisiere meine Abonnentenzahl. Meistens werde ich ja noch depressiver, weil die dann immer weniger wird. Aber ab und zu, ne, gucke ich rein. Wehe, ich gucke heute Nacht rein und habe 10 Abonnenten. Weil ich ziehe durch. Ich gehe dann direkt, komm, ziehe ich mich um, setze mich hier hin und mache diese scheiß Stunde, selbst nachts um 3. Ist mir egal. Nur so als Ansage, ne? Wird eh nicht passieren, weil wir komplett zeitversetzt sind. Ihr werdet das viel später sehen, wahrscheinlich nach dem Stream. Ist aber auch egal, weil wir Qualitätscontent hier liefern. Erste Frage kommt von GerdLol1. GerdLol1 hat gefragt. So, was ist auch mit ihm los? Ne? Er ist halt auch so ein bisschen drauf heute, würde ich mal sagen. Er ist so ein bisschen übermotiviert. Hashtag fragt Drache. Für wie viel verkaufst du deinen Hof? 110.000? Oder waren es 130.000? Ich weiß es nicht genau. Da war ja am Ende wurde ja noch einiges abgezogen. Ne? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Muss ich darauf ernsthaft antworten? Nein. Du fliegst raus, du kriegst die Frage nicht. Eben, du kriegst die Frage nicht, weil... Ist ja zu, für wie viel verkaufst du deinen Hof? Ja, kriegst die Frage nicht. So, die Nona hat gefragt. Hashtag Fragdrache. Was hältst du von... Kannst du nicht ausdenken, oder? ...von einem extra Fan-Forum. Was hältst du von einem Frisuren-Forum, wo du dich mal anmelden kannst, damit du als extrem Problemfall da mal einfach hingehen kannst und sagen kannst, bitte, Freunde, ich brauche eine Intervention. Bitte gebt mir das Kissen und lasst mich über meine Frisur sprechen. Das wäre wichtig. Für alle Drachenlord-Fans. Habe ich schon gehabt, mach ich nicht nochmal. Ist nur schiefgegangen. Ja, das irgendwie ist, hat der einen Energy-Drink zu viel getrunken, ne? Braui, tu mir den Gefallen und schau nochmal deine Nachrichten nach. Ich habe dir nämlich noch eine Nachricht geschickt. Ich würde so ein Video machen, wo du dich vorstellst, ich mich vorstelle. Und dann hergehen würde und da quasi so ein kleines, kennt man ja aus dem Video, aus dem Fernsehen, hast du dieses, du läufst ins Bild, schaust du kurz in die Kamera und das würde ich halt quasi in einem Video extra machen, wenn du Lust hast da drauf. So, 82 Braui, 93, Level, das ist das Level. Ganz ruhig, Rüdiger. Komm runter, konzentrier dich. Ich weiß, du willst Stimmung in deinem Stream, aber nicht so. Braui93 hat gefragt. Hashtag fragt Drache. Willst du Braui93 besiegen? Er ist unbesiegt. Nicht mehr lange, mein Freund. Dazu können wir gleich mal was in diesem Video hier sagen, dass ihr es schon wisst, wenn das Video hier online kommt. Braui und ich haben eine Wette laufen. Er ist aktuell Level 82. Ich bin aktuell Level 46. Das ist YouNow-Scheiße da, ne? Wir haben gewettet, wenn ich ihn in 4 Wochen überhole, das Ganze läuft nicht ganz 4 Wochen, sondern bis zum 6., ne? Das Ganze läuft bis zum 6.12. Warum kannst du denn 6. ne und 6. danach aussprechen? Finde ich merkwürdig. Ich merke schon wieder, wir kommen in diese utopisch langweilige
Geschichte. Deshalb, ja, mache ich mal hier, ne? Damit wir irgendwie was Hübsches sehen. Ja, guck mal hier, aber. So. Puff, so cool über den Kopf, ne? Wie so ein richtig cooler Typ. So, und schon geht's weiter. Rüdiger, was. Ich mag dein Gesicht nicht. Wenn ich ihn bis zum 6.12. überholt habe, mit dem Level, dann bekommt er von mir, dann bekomme ich von ihm 10.000 Bars. Wenn es andersrum läuft, dann bekommt ich von ihm 10.000 Bars. Also Leute, auf YouNow, live, spendet Bars, haut Likes raus, wie die Seuche, denn wenn wir es schaffen, werde ich Brauhi besiegt haben. Dann ist er nicht mehr unbesiegt und der Drache bleibt nach wie vor die Nummer 1. Rüdiger, die Leute liken, Entschuldigung, liebes Publikum, welches ich so liebe, und die die Leute liken, wenn sie möchten. Du kannst so oft in deinem Video erzählen, wie du willst, dass sie liken sollen oder den emotionalen Würgegriff und so rausholen. Das klappt nicht, ne? Die sind, viele davon sind erwachsen und die liken, wann sie wollen. Die nervt das sogar noch, wenn du so als Content Creator in den ersten paar Minuten direkt erwähnst, ja, hallo, hier, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, ihr müsst es liken. Ja, okay, aber zeigt mir doch mal so ein bisschen was wenigstens, ne? Klar freue ich mich auch, wenn ihr jetzt hier dieses Video liken würdet, aber ne, ich nehme das charmant als Überleitung, wie er das halt dargeboten hat, wie man das vielleicht ein wenig unauffälliger und besser machen könnte. Was ihr jetzt damit macht, ist eure Entscheidung. Aber guck mal in die Kamera hier, irgendwie niedlich am besten. So, dann geht's weiter. Die nächste. Eben, so. Die Frage kommt vom Mike C. Er hat gefragt, Hashtag fragt Drache, wie lange hörst du schon Metal? Ja, Rüdiger, wie lange hörst du schon Metal? Seit ich, warte mal. Ich sag ja, ne, ich hab das in den ersten Sekunden schon gesehen, dass der irgendwie einen Energy Drink zu viel oder was gesippt hat. Wie alt war ich da? 3. Etwa 16, 17, irgendwas in der Größenordnung. Also knapp 10 Jahre, nicht ganz 10 Jahre. So, die dritte Frage kommt. Krass, so spät hast du tatsächlich erst. Dann habe ich ja früher schon Metal gehört als du. Also jetzt, natürlich habe ich schon wesentlich, ich habe schon Metal gehört, da warst du noch gar nicht, aber der Welt wahrscheinlich, aber. Also ich habe schon so, auch mit 12 und 13 habe ich schon mal so ein paar rockige Lieder gehört. Kommt von der guten Lola. Sie hat gefragt, Hashtag frag Drache. Aber ich bin da halt auch nie, ne? Ein paar coole Metal-Lieder kenne ich. Aber ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch dieses Ich erkläre den Metal und sowas. Da werden wir ja auch irgendwann mal drauf eingehen. Und dann wirst du mir die verschiedenen Genres von Metal erklären. Such dir das aus, ich muss an die Tastatur. Ja, namenlos. Au, doch nicht in den Finger. Was soll denn das? Dann hier. Wieso sind Frauen, die nicht ohne Gummi mit dir schlafen möchten, Hater? Lola, vielen Dank, dass du uns allen bewiesen hast, dass du eine Haterin bist. Warum? Es war doch nur eine gerechtfertigte Frage. Nach dem, was da ab und zu an die Öffentlichkeit gekommen ist von deinen Aussagen und so, ist das eigentlich eine gerechtfertigte Frage. Warum ist sie denn jetzt ein Hater? Vielen Dank fürs Gespräch und tschüss. Eben, Kritik und tschüss. Ne? Ich meine, klar musst du nicht da unbedingt drauf eingehen oder sonstiges, aber so ist auch, glaube ich, nicht richtig. Die Fragen ernsthaft. Dong Dingel hat gefragt, Hashtag frag Drache, was ist die älteste Erinnerung aus deiner Kindheit und wie alt warst du? Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Brauhi, musst du mir mitten in der Aufnahme von meinem neuen Video für morgen eine SMS schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben? Wie er sich immer freut, wenn er außerplanmäßigen sozialen Kontakt hat, ist auch immer wunderbar. Ne? Ob es die Mullen sind, wenn das Handy klingelt, weil er irgendwie wieder irgendeinem im Hintergrund ein Bärchen spielt. Oder bei so einer Geschichte, wo sie dann auch wieder triggern, um Content zu machen. Ah, wo ich auch sag, meine Güte, immer dieses, ah, ich bin so wichtig. Ich weiß nicht mehr, wie. Nein, namenlos, bitte lass den Snoopy im Rollstuhl in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Komm, nein, auch das Handy hat dir nichts getan. Dann komm auf die Schulter. Komm auf die Schulter. Nein, wo ist die Schulter? Wo ist die Schulter?
Da ist die Schulter. Dann kann ich nämlich auch den Arm bewegen. Und wie, immer dieses hübsche Bild. Diese Tiere. Was ist denn jetzt mit beiden hier? Ach, ist egal. Wie alt ich war? Ich war etwa 6 Jahre alt. Oder 7. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und diese Erinnerung beschreibt etwas, da war ich 7 oder 8 Jahre alt sogar, da waren wir in der Schule und wir haben versucht, uns irgendwie vom Unterricht zu drücken, mit 6 oder 7 Jahren, haben wir uns versucht, vom Unterricht zu drücken und haben uns in der Sporthalle versteckt, die... Warum redest du so komisch, Rüdiger? ...diabolischerweise unter unserem Schulgebäude war. Ja, bringt natürlich viel. Das ist eine der ältesten Erinnerungen, die ich habe. So, die nächste und damit vorletzte Frage kommt von Silver Wool. So, ey, ich spule jetzt nochmal zurück. Ich habe jetzt, was ist denn jetzt seine älteste Vergangenheit? Es tut mir, ach, seine älteste, was, Junge? Logischerweise unter unserem Schulgebäude war. Ja. Ach, das war das, dieses Schwänzen, oder was? Bringt natürlich viel. Das ist eine der ältesten Erinnerungen, die ich habe. So, die nächste und damit vorletzte Frage kommt von Silver Wolves. Hashtag fragt Drache. Wie stehst du zu dunklem Parabelritter, aka Alex? Keine Klarnamen, bitte. Wie soll ich zum Alex stehen? Ich komme mit ihm klar, er ist in Ordnung. Ist cool drauf. Ich habe noch Kontakt über Twitter mit ihm. Lenkt mich ab, wenn er über Formel 1 im Chat redet, das wisst ihr, ne? Ist dieses Wochenende wieder? Ach, Mann. Ja, eben hier. Im Prinzip, ich habe eigentlich kein Problem mit ihm. Ich wusste auch nicht, warum. Ja, best friend. So, und damit sind wir bei der letzten Frage für dieses Hashtag Frag Drache. Diese Frage kommt von Nico. Hashtag Frag Drache. Was hältst du von Rammstein? Rammstein ist cool. Hätte ich gerne schon live gesehen. Meine Kumpels haben mich damals mitgenommen, die Schweine. Das wird sicherlich auch Gründe haben, warum deine Gumbels dich nicht mitgenommen haben, ne? Rammstein ist cool, saugeile Band. Würde ich gerne mal live sehen. Ist jetzt aber nichts, was ich sage, boah, Rammstein. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. Aber wisst ihr was? Feuerengel hat heute so viele Bars rausgekickt, dass ich Feuerengel noch mit reinnehme. Und Feuerengel hat... Feuerengel, danke. Oh, Snoopy, Hilfe! Oh, Snoopy, sei vorsichtig. Er bleibt im Rollstuhl sitzen, keine Sorge. Der ist richtig im Rollstuhl. Ja, ist ja schön, dass du die Fragen nimmst, die deine... Ja, mache ich jetzt auch, nur dass ich nur noch mit den Leuten, die Kanalabonnenten sind, interagiere. Das ist gut. Geschrieben. Hashtag frag Drache. Welchen Metal-Song hat für dich die beste Lyric und warum und worum geht es in dem Song? Das ist eine gute Frage eigentlich. Sorry, wenn der da immer so abspastelt, der wird irgendwie gefragt, was ist bester Song oder beste Lyric oder so, ne? Die Frage kann ich gar nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so viele gute Metal-Songs und es gibt so viele geile Sachen und alles. Boah, das ist eine der geilsten... Keine Ahnung, eins der geilsten Lyrics ist Twilight of the Thunder God von Amonimus. Es ist halt auch blöd, wenn du eine Band feierst, die du nicht aussprechen kannst. Oder wenn du überhaupt nicht sprechen kannst, dann ist das auch doof. Die Leute im Stream hier. Was ist die geilste Lyric, was ich je in einem Metal-Lied gehört habe? Du verstehst es auch nicht. Der Igel Kreis. Die meisten Metal-Lieder, die ich höre, sind auf Englisch, deswegen kann ich es nicht sagen. Der Wassermann ist nicht schlecht von Equilibrium? Ich kann es wirklich echt nicht sagen, keine Ahnung. Ich mag eigentlich die meisten Metal-Lieder eben wegen der Lyric auch, aber... Ja, wenn du sie nicht verstehst, wie kannst du sie dann wegen der Lyric mögen? Du magst eher Metal wegen dem Gitarrenriffs oder sowas. Bei Gothic-Songs achte ich mehr auf die Lyric, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Gothic-Songs? Was, du hast Gothic-Songs ja anscheinend noch nie verstanden, weil du das mit Emo oder sowas verwechselt. Ne? Meine Kommentarleute haben mich da schon aufgeklärt, ja?
Glaub mal, also du kommst jetzt hier nicht mehr mit dieses Eben. Du erklärst mir da nichts mehr. Kann ich euch nicht beantworten, tut mir leid. Ja gut, dann haben wir das ja geklärt, dass du nichts beantworten kannst. So, das war's mit Hashtag Fragdrache für heute. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Für euch geht's ja noch weiter. Und ihr seht das Ganze hier natürlich auf YouTube verspätet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Madlon! Richtig, genauso läuft das nämlich auch hier, ne? Das ist, für euch geht's hier noch weiter. So, Parf, direkt die nächste hübsche Frisur. Ich krieg hier irgendwann, weiß ich, Augenkrebs oder so. Das kannst du dir doch nicht vorstellen. Was ist denn da nicht in Ordnung? Jetzt, kein Mensch der Welt denkt sich doch, ich gehe überhaupt so in die Öffentlichkeit und kein Mensch der Welt denkt sich dann, ich mache ein Video für die Öffentlichkeit. Wer macht denn sowas? Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Hashtag Fragdrache. Ja, wir machen heute direkt ein zweites Video jetzt noch. Warum stellst du denn die Kamera erst nachdem du die Aufnahme gedrückt hast ein? Jetzt ein paar Stunden später, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Zu einer Sache möchte ich noch was sagen. Wenn ich mal sage, ich möchte Hashtag Fragdrache machen, dann dürft ihr mir gerne jede mögliche Fragen stellen. Wenn ich allerdings sage, ich möchte Hashtag Fragdrache zum Thema und dann das Thema stellen bzw. machen, dann schreibt bitte in Zukunft Fragen zum Thema, weil sonst bringt das nichts, weil dann würde ich eure Fragen nicht beantworten, weil ich nur die beantworte, die dann zum Thema passen, weil es ist ja... Ja, komm, ach, Junge. Sehr logisch. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an. Diese kommt von Freya und zwar hat sie gemeint, im Film Kartoffelsalat spielen viele YouTube-Stars, wie zum Beispiel YTD, mit. Würdest du auch gerne in einem Film mitspielen? Es steht YouTube-Stars. Der kann doch keine Rolle spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich bin kein Schauspieler, ich bin eine real existierende Person, ich bin nicht irgendjemand, der vorgibt, jemand anderes zu sein. Mit YouTube versuche ich natürlich klar ein bisschen so eine kleine Rolle zu entwickeln, also als Drachenlord, aber im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich so, wie ich immer bin. Und das hat ja super geklappt, Rüdiger, das hat ja ganz gut geklappt, ne? So sollte man auch sein. Ich schaue auch total gerne Filme und alles, aber das ist halt einfach... Die voll künstlich. Und ja, ich hasse voll künstlich. I had Tamara. Hättest du ganz normal lassen sollen, ne? Das ist 7 Schnitte da in anderthalb Sekunden, uncool. Hat gefragt, würdest du für ein... Was ist jetzt da? Würdest du für eine Beziehung, Frau, mit YouTube aufhören, wenn du dich um Gottes Willen... Ja, es kommt drauf... Naja... Nee, glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Eine Beziehung / Frau mit YouTube aufhören, wenn du dich entscheiden müsstest. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan ist YouTube für mich ein Hobby. Deswegen wäre es nichts, was jetzt eine Welt zusammenbrechen lassen würde für mich oder meine Existenz gefährden würde, wenn ich damit aufhören würde. Die Hater, ne? Das sag ich nur. Ich ziehe seit über 10 Jahren durch, weil... Ach, dein Gesicht wieder. Nicht mal die Gerichtsverhandlung hat dir wirklich Grund genug gegeben, wirklich dein YouTube-Kanal an den, dann für eine Frau erst recht nicht. Ob ich es andernfalls machen würde, bleibt natürlich abzuwarten. Ich kann das momentan nicht beantworten, weil ich momentan in keiner Beziehung bin und auch keine Beziehung habe. Wenn ich... Und auch nie gehabt haben wirst und so, ja, ob wir jetzt Mona als Beziehung sehen, weiß ich nicht, ob wir das so wirklich so gelten lassen sollten, ne? Natürlich in deiner Spitzbubenwelt mit den Frisuren gilt das vielleicht, halt, guck mal, wie glücklich du bist. Da gilt das vielleicht als Beziehung. Ach komm. Wenn ich allerdings in einer Beziehung bin, heißt es noch lange nicht, dass ich dann diese dafür aufgeben würde oder YouTube machen würde. In erster Linie geht für mich aber die Familie immer vor. Vor meiner... Ja, die Familie geht vor, ne? Raus aus meinem Haus, ich will jetzt YouTube machen. Familie steht nichts vom und nach meiner Familie kommen, wie gesagt, meine... Siehst du, Rüdiger, der Chat sagt auch, Mona zählt nicht. Freunde, dann die Musik und dann... Er hat kein Frauchen und muss für sich selbst kochen. Ja eben, er hat kein Mami oder Frauchen. Das ist YouTube. Jedenfalls, ich würde definitiv... Aber er hat eine wunderschöne Frisur. ...definitiv nicht mit YouTube aufhören für meine Beziehung, weil ich nicht möchte, dass meine Familie versucht, mich zu ändern oder meine Freundin mich versucht zu verändern. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn sie sowas von mir verlangt, dass ich damit... Alter, beantworte doch einfach diese Scheißfrage in einem Dulli-Satz. Das kannst du dir doch nicht, dann krieg ich schon wieder
Tourette, Junge, was ist denn nicht in Ordnung mit dir? Sag doch einfach ja oder nein, ich würde für eine Beziehung oder Frau mit YouTube aufhören. Ja, eben. Aufhören muss, dann muss sie für mich auch ein großes Opfer bringen, weil YouTube... Die würde schon groß, wenn man sich mit dir einlässt, was bist du denn dann bereit zu opfern? Jetzt mal ernsthaft. Das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache. Es ist ja nicht so, dass mir jetzt das die Zeit nimmt, mit ihr was zu machen. Wenn es das wäre... Das ist auch nicht, das geht doch nicht um YouTube, bei dir geht es um die Aufmerksamkeit, das, was du einfach erhaschen willst. Dann würde und das möglichst einfach, so am besten durch nichts tun und am besten dann auch Kohle mitnehmen. Ich dann natürlich mehr ihr Zeit schenken und wenn ich eine Beziehung hätte, dann würde das auch wesentlich anders aussehen bei mir. Sie hat gefragt, könntest du dir vorstellen, mit Sammy Slimani, Bibi's Beauty Palace oder was? Habe ich noch nie ein Video von den drei gesehen. Keine Ahnung, wer das wirklich ist. Ich weiß, das sind irgendwelche Beauty-Frauen, aber noch nie ein Video gesehen. Kein, nix. AGB zusammenzuarbeiten. Sammy Slimani kenne ich komplett nur vom Hören und Sagen. Dagi B kenne ich nur von anderen YouTubern, wo sie mal kurz mit dabei war oder sowas. Bibi's Beauty Palace kenne ich jetzt nur von Fans oder von Hatern, Zuschauern, wie auch immer, von Leuten, die mir da mal was erwähnt haben. Ich schaue aber null Beauty, also ich kenne mich mit Beauty auch überhaupt nicht aus, wie man an meiner Hackfresse sieht. Ja, vielen Dank dafür. Im Endeffekt geht's ja da... Schon funny, so mit dem Scream da drin, ne? Darum, es muss auch vom Stil her passen, wenn ich mit anderen YouTubern was... Vom Grund her geht es ja darum, es muss auch vom Stil her passen. Wenn ich mit anderen YouTubern was zusammen mache, dann muss es auch funktionieren. Richtig, man muss Bock darauf haben, ne? Sebastian hat gefragt, was wäre ein Format, welches du gerne machen würdest, aber aus bestimmten Gründen Equipment oder so nicht geht? Er kann kein Format machen, weil die Gründe sind kein Elan, kein Bock und er gibt sich keine Mühe. Deshalb geht es nicht. Das hat gar nichts mit Equipment zu tun. Ein Format, an dem ich gerne was machen würde, generell oder auch ein oder auch etwas auf YouTube, was ich gerne machen würde, wäre Musik. Da ich aber von der Musik her einfach nicht die Möglichkeiten habe, was zu machen. Also ich kann schon mittlerweile mit dem Programm einigermaßen umgehen und einige Sachen schon machen, aber im Großen und Ganzen... Musik wäre etwas, was ich gerne machen würde, aber das kann ich nicht umsetzen momentan, weil es einfach zu schlecht wäre. Das ist mir selbst momentan noch zu beknackt und wenn es mir schon nicht gefällt, dann werde ich es auch nicht hochladen. Was andere Formate angeht, ein Format, was ich gerne machen würde, wäre zum Beispiel, ich hätte gerne ein Format auf meinem Hauptkanal, wo ich zum Beispiel einen Animationsfilm oder eine Animationsserie... Ja, ich hätte auch gerne so einen animierten Fuchs, der durchs Weltall fliegt und irgendwelche Hater-Parolen brüllt, ne, so ganz cool. Ja, natürlich. Boah, bist du mach doch mal, back doch mal kleine Brötchen und sag doch mal, du würdest gerne einfach mal eine richtige Frisur haben. Von einem kleinen Drachen hätte. Da habe ich auch eine genaue, komplette, konkrete Idee, was... Eine genaue, komplette, konkrete Idee. Wenn ich das schon aus deinem Mund höre, Junge, da könnte ich schon mal wieder mit dem Stativ in Minecraft auf dich losgehen. Was daraus passieren soll, habe ich auch schon seit etwa über einem Jahr mittlerweile. Habe auch schon einen anderen YouTuber, der sowas macht. Ja, deine Kommune-Idee war auch seit 30 Jahren schon am Start, ne? Junge, wo ist die Kommune? Komm ran, ich brauche Kommune jetzt. Mach Tür auf. Gefragt, ob er da Lust hätte, was umzusetzen. Aber es ist bislang nicht dazu gekommen. So, Kleine Wanne hat gefragt. Ja, genau, Formel Fuchs. Das ist ein richtiger cooler Rennanime mit mir. Und mit Harper. Und mit dem Wongel. Mit so ein paar anderen ist. Rollstuhl Snoopy einfach als Boxengassenmitglied. Das ist dann auch so ein Meme, dass irgendwie immer so ein Reifen fehlt und dann siehst du aus dem Lager hinten den kleinen Snoopy im Rollstuhl dann mit dem vierten Reifen ankommen. Ja, das wäre schon lustig. Aber ja, wird nicht passieren, deshalb, ne? Frau Kleine Wenne? Wenne? Ich weiß gar nicht. Und ich habe da auch keine konkreten Ideen oder Pläne oder bin schon seit Jahren darüber am Nachdenken. Ich sag, wie es ist, ne? Wie es ausgesprochen wird, hat sie... Warum nimmst du immer hier diese Mullen da, ne? Ich nehme auch nur noch Mullen. Ed Bergmann to go bei dir gemeldet. Wäre cool, wenn ihr mal was zusammen macht. Der Herr Bergmann hat sich bei mir nicht gemeldet. Wundert mich aber auch nicht. Genau, meine Mulli im Chat. Punkt 1, weiß man erstens mal nicht, ob er überhaupt die Videos gesehen hat, wo ich mal kurz erwähnt habe, das waren ja nur zwei Videos, mittlerweile sind es jetzt drei, auf meinem Let's Play-Kanal und jetzt hier auf dem Kanal hier zweimal. Das weiß man natürlich nicht, ob er es gesehen hat.
Auf der anderen Seite muss man halt wirklich sagen, ich bin A, noch unglaublich klein auf YouTube und ich bin B, kein Let's Player. Ich mache zwar ein paar Videospiele, ein bisschen Let's Play-Sachen, aber das ist A, noch ein komplett winziger Kanal. Meine anderen beiden Kanäle sind wesentlich größer. Und es kommt außerdem hinzu, dass ich da... Das finde ich auch gut. Oh, nicht zu vergessen, der äußerst erfolgreiche Film, der mit dem Fuchs tanzt. Ja, es sind da einfach einige Sachen mit dabei, das einfach nicht hinhaut. Das muss schon vom Genre her auch passen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein YouTuber, der jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel Alblali, er macht auch so Kommentare-Sachen oder sowas, oder Frag-Antwort-Videos und so weiter, oder auch, keine Ahnung, Hey Chu. Der hat ja auch eine Community, mit der du das machen kannst wahrscheinlich. Oder irgend sowas, also Julian Bam oder Kim Young oder wie sie, oder Young Kim? Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt auf YouTube. Auf jeden Fall, ja, sowas halt. Also es müsste vom Genre schon zusammenpassen. So, Till hat gefragt, was ist deine Intention? Heißt, die anderen müssten nichts machen oder Müll produzieren im Genrebereich. Und das meine ich nicht im guten, trashigen Bereich, ne? Das wisst ihr. Was ist deine Intention hinter deinen Videos? Ja, Aufmerksamkeit erregen und das mit einfachen Mitteln und halt einfach utopische, krasse Aussagen raushauen, damit die Leute erzürnt sind. Hinter den Videos. PS, mach weiter so. Ich werde versuchen, so weiter zu machen und versuchen, auch noch besser zu machen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Gut, ansonsten meine Intention hinter meinen Videos. Ursprünglich war meine... Fuchsinator 1 und 2. Ja, die Filmreihe, ich... Der Herr der Sittiche. Das ist auch gut, ja. Intention. Hört auf jetzt, das macht zu viel Spaß. Wir müssen jetzt hier seine Frisur weiter beurteilen. Und das, ich wollte versuchen, den Leuten zu zeigen, wie unglaublich gigantisch die Musik ist. Die Musik ist etwas unglaublich Wahnsinniges. Es ist... Ich kann das auch gar nicht erklären. Die Musik ist etwas, was man im Herzen spürt, was man in der Seele spürt. Die Musik, viele lachen mich dafür aus und alles, aber die Musik ist halt wirklich was unglaublich Fantasievolles, was unglaublich Gigantisches. Musik hilft dann in so vielen Lebenslagen und hat mir geholfen, nicht den Verstand zu verlieren im Lauf des Lebens. Ich wurde ja von vielen tausend Leuten im Laufe meines Lebens gehatet, gemobbt, wirklich fertig gemacht, bis aufs Blut gereizt. Das hat ja auch nicht so gut geklappt mit dem Verstand verlieren, würde ich sagen, irgendwie, ne? Ich bin jetzt kein Arzt und kann keine Diagnosen stellen, aber, naja, jedes Bild ein Meme. Und es ist halt wirklich so, dass ich im Laufe meines Lebens wirklich gelernt habe, mit der Musik diese ganze Scheiße auszublenden und gleichzeitig hat mir die Musik die Kraft gegeben, diese Zeit zu überstehen. Kurzum, nur durch die Musik habe ich es geschafft, nicht wahnsinnig zu werden, nachdem mich Hunderttausende gehatet haben. Und damit meine ich noch nicht einmal YouTube, sondern außerhalb von YouTube, in meinem Privatleben. Gut, das war die letzte Frage für heute. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, Gott sei Dank, ich habe auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr zugehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dieses Mal keine Musik eingeblendet, oder vielleicht... Ja, danke. Lacht der Harper, der weiß ganz genau, ne? Komischerweise fühlt YouTube das eh nicht so. Vielleicht doch, weiß ich noch nicht. Ich habe das Video jetzt am 14. aufgenommen, werde es aber erst am 15. bearbeiten und hochladen, weil ich bin so unglaublich müde gerade, dass ich echt fast... Oder ich mache es nachher noch, wenn ich dann doch noch die Lust habe, es zu machen. Mal schauen. Danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und jo, vielleicht bis morgen. Ciao. Okay. Nee, ganz, ey, was, wo? Metal, Leute! Nee. Das hier wird nicht mehr rüdiger als nötig, ne? Das hatten wir jetzt gerade. Wir müssen das so ein bisschen so, der Temo-Tacker anscheinend. Temo-Taker. Ja, boah. Naja, wenigstens mal ein paar Kabel, die wir nach oben führen, ne? Das ist schon wichtig, Freunde. Das gucken wir uns auch noch an. Was haben wir denn schon? Guck mal hier, 34 liebevolle Minuten. Metal, Leute, Servus, willkommen beim Drachenlord. So, apropos Halbzeit, ne? So, fangen wir mal wieder an, ein bisschen Stimmung aufzubauen, damit wir mal hier die müden Leute, die noch nicht geliked haben, mal wieder irgendwie, damit die was auf die Kette kriegen. So, Rüdiger, komm ran, jetzt krieg ich wieder gute Laune und Hunger. Ja, zunächst einmal werde ich mir mal meine Ringe anziehen. So, man sieht's gerade, meine Haare sehen jetzt noch ein bisschen anders aus. Es liegt daran, dass die gerade patschnass sind. Warst du duschen oder hast du geweint? Obwohl, so nass sind sie jetzt auch nicht, aber ich habe jetzt halt gerade geduscht und bin jetzt gerade völlig im Sack.
Und warum hast du dich da selbst wieder, hast du an dir rumgespielt, als du geduscht hast? Rüdiger? Ich hasse es. Aber früh zu duschen, wenn man aufsteht, ist richtig geil, weil dann ist man den ganzen Tag frisch und man fühlt sich wohl und ich bin auch noch richtig... Wer kennt es nicht? Der Influencer, der sich vor die Kamera setzt und dir erzählt, wie gut es sich anfühlt zu duschen. Danke dafür, Rüdiger. Wo kann ich mich da auch für die Videos bedanken? Ich habe auch noch richtig schöne, frische, warme Sachen aus dem... Auch gut, ja. Das ist... Ich bin der Mensch, der fühlt das eher. Ich suche mir immer die dreckigsten Klamotten nach dem Duschen, die ich dann anziehe, die dann noch richtig stinken. Das ist... Aber erklär mir weiter, wie das Leben funktioniert. Trockner an. Also richtig geil. Ich liebe es. So, heute mach mein Hashtag... Für ihn ist das auch so was Besonderes, ne? Duschen und ein frisches T-Shirt an. Crazy. Fragt Drache-Video. Ich habe von zwei Fans gestern ein Hamsterfutter bekommen und eine Pflanze, die kommt im Vlog, werde ich euch die mal zeigen. Auch werde ich im Vlog nochmal drüber sprechen, was mit dem Drachenlord-Video ist. Aber das Video hier ist mir jetzt erstmal wichtig, ja? Und am Sonntag kommt der sowieso wieder rein ins Ecke. Was soll das heißen, Chat? Das könnte fast eine Frisur sein. Was soll das? Jetzt mal ernsthaft. Was soll das denn für eine Frisur sein? So, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Kommentar. Hashtag fragt Drache von Lukas. Hast du keine Angst, dass dir irgendwann die Ideen ausgehen für Videos? Er hat ja noch nie Ideen, was soll ihm da ausgehen? Das ist tatsächlich mal eine richtig coole Frage und es ist auch... Ja, findest du? Auch eine Frage, die vielen YouTubern mal gestellt wird. Videos schneiden und Videos bearbeiten ist genau das gleiche, oder halt auch Ideen für Videos sammeln ist das gleiche wie im Prinzip ein Buch schreiben. Beim Buchschreiben, ich setze mich im Prinzip beim Buchschreiben hin und fange an zu schreiben. Und dann überlege ich mir quasi, während ich schreibe, wie ich schreibe. Also ich mache das komplett von der Hand weg. Wenn ich dann lese ich mir eine halbe Stunde später nochmal alles. Rüdiger, du kannst doch nicht mal die Frage richtig beantworten. Erzähl mir nichts davon, wie du Content machst, ernsthaft jetzt nicht. Durch was ich geschrieben habe, so 2-3 Seiten sind es dann, dann gönne ich mir dafür dann nochmal ein paar Stunden Zeit und dann schaue ich mir das an und dann verbessere ich noch ein paar Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen Ideen ausgehen, Angst davor habe ich keine, denn wenn... Eben, der Lord hat immer Ideen. Das sind diese goldenen Perlen, die wir dazwischen finden, ne? Ja, da lacht der Harper. Wenn mir die Ideen für meine Videos wirklich ausgehen sollten, dann kann ich halt keine Videos mehr machen. Wäre natürlich schade für euch, aber deswegen kann... Das wäre schade für euch, wenn der Drache keine Videos mehr macht. Ja, stimmt. Kann man ja zum Beispiel, sagen wir so Sachen wie jetzt Hashtag fragt Drache oder die Kommentare-Videos, dafür gehen ja die Ideen dann sicher nicht aus. Da muss ich halt bloß ein bisschen denken, wenn ich die Kommentare aussuche, wenn ich jetzt in Zukunft neue Videos damit machen möchte. Warum? Nimm doch einfach irgendwelche. Das ist doch da gerade spannend. Oder alle, ne? Boah, wenn ich so ein bisschen so Zwischensketche mache und sowas. Zwischensketche. Der Stand-Up-Comedy-Lord ist unterwegs und hat wieder einen flotten Spruch auf den Lippen, womit er euch amüsieren kann. Die nächste Frage ist von Schakalack. Und das ist nämlich der Grund, warum ich es heute aufnehme, weil heute ist nämlich Valentinstag. Eben, ne? Das ist der Grund, warum er es heute aufnimmt, weil heute ist Valentinstag. Und da hat er sich gedacht, ich gehe mal unter die Dusche und ziehe mal ein frisches T-Shirt an. Vielleicht steht eine Mulle vor der Tür. Wirst du an Valentinstag mit einer Frau oder einem Mann ausgehen? Kein Mensch wird mit Drachenlord ausgehen. Wie soll das denn auch aussehen, wenn du mit Drachenlord in einem Restaurant oder... Oh, Junge. Ich werde mit niemandem ausgehen. Ich bin alleine. Ja, gut, das ist ja auch richtig so. Das, ne, also auch in der Natur ist es so, dass wenn ein Tier so eine ganz schlimme Krankheit hat, das wird von den anderen... Ihr sollt nicht mobben. Das wird von den anderen halt auch so ein bisschen ausgegrenzt. Und das ist bei dir halt auch so dieses Schema. Nein, also tatsächlich, ich kenne zwar ein paar Mädels und ein paar Jungs. Ja, wer kennt ihn nicht? Ich kenne Mädels, Lord. Ist auch, mit denen ich da was machen würde, aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe dieses Jahr eigentlich schon was anderes vor und an Valentinstag. Ja, eben, ne? Dienstag habe ich echt keine Lust, dieses Jahr irgendwas zu machen. Also, ich werde gar nichts machen. Laura. Hättest du die Frage nicht direkt so beantworten können? Direkt hier mit. Nein. Mich mag keiner, deshalb geht keiner mit mir aus. Fragt. @drachenelle. Was ist jetzt eigentlich mit dem Hashtag fragt Drache Video? Das war doch auf Montag.
angekündigt. Tatsächlich, ich hatte das auf Montag angekündigt, hatte auch das schon gedreht und alles, aber... War Brudi die langweiligste Frage? Ich habe die Kamera formatiert und dann war die Folge weg. Ich habe sie dann nochmal am Dienstag oder Mittwoch aufgenommen. Und dann kam mir was Privates dazwischen, dann hatte ich keine Lust, das zu schneiden, weil dafür hatte ich dann absolut nicht die Laune. Ein paar Leute, die mir auf Twitter folgen, haben mitbekommen, was da abging. Die Frage ist von Daveman. Hashtag fragt Drache. Brudi, was ist jetzt, du hast dich ein bisschen recht gerechtfertigt, aber so Antwort war nicht da. Keine Ahnung, jetzt paar andere Frage, okay. Welchen Job würdest du für kein Geld der Welt machen und welchen Job würdest du freiwillig machen? Wie soll er das einschätzen? Er hat noch nie in seinem Leben richtig oder wirklich gearbeitet. Er hatte noch nie einen wirklichen Job, ne? Und ich, wenn du mal ein paar Wochen in irgendeinem scheiß Lager oder bei Plasti Jakob gearbeitet, das ist ja kein richtiger Job. Selbst wenn du kein Geld kriegen würdest. Oder kein Geld kriegst. Also die Tatsache ist, es gibt keinen Job, den ich nicht machen würde. Ich würde jeden Job machen, weil... Eine weitere Perle. Also ich glaube, in deiner Laufbahn wurden dir dann doch schon ganz gute Jobs angeboten, ne? Nicht wegen dem Geld, sondern einfach... Ich bin ein Mensch, ich probiere gerne neue Sachen aus. Und auch, egal was für ein Job das ist, sei es jetzt unten in der Kanalisation, sei es oben im Weltall, sei es Feuerwehr, sei es Polizist, ich würde alles einmal machen. Einfach mal vorstellen, Rüdiger im Weltall. Und dann in der Mond, in so einem Raumanzug, irgendwie so halt zwei aneinander genäht, halt in so eine Breite oder irgendwie sowas. Und dann stell dir vor, wie er da so im Raum am Rumwongeln ist, so halt so am Drehen und Interstellar 2 am Drehen ist. Ja. Oder als Feuerwehrmann oder als Polizist. Stell dir mal vor, er wäre Polizist. Um Gottes Willen. Oder als Feuerwehrmann. Um Gottes Willen. Was würden die armen Leute sterben? Um Gottes Willen. Was man machen kann, ob es ein angenehmer Job ist, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was ist ein angenehmer Job, im Süßigkeitenladen arbeiten zum Beispiel. Oder in einer Bäckerei, wo man bloß Verkäufe macht oder sowas. Es gibt eigentlich keinen Job, den ich nicht machen würde. Die Bezahlung ist eine andere Sache. Also das sehe ich da, das hat mit mir, für mich mit Bezahlung nichts zu tun. Ich probiere einfach gerne neue Sachen aus. Ja, macht der Lad auch umsonst, ne? Stellt sich in die Suppenküche und schenkt umsonst aus. Und auch neue Jobs und so weiter. Und ich habe ja auch schon verdammt viele Jobs gehabt. Von daher kann ich da ein bisschen was sagen. Ich habe schon diverse Firmen durch. Ja, mal 3 Stunden in der Firma gucken ist nicht mitarbeiten. Das hört sich falsch an. So. Du bist falsch. Welchen Job würde ich auch freiwillig machen, ohne Geld zu verdienen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie Prostitution zum Beispiel. Das wäre eine mega Idee, Flux. Also das fände ich, würde ich feiern. Das fände ich, würde ich aktuell machen. Liebe geht raus. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, stell dir mal wirklich den Rüdiger im Weltall vor. Jetzt das wäre ja auch so, stell dir mal die Lebensmittel vor, die du mit da hochbringen müsstest, damit der irgendwie 2 Wochen überlebt. Das wird vor allen Dingen, das wird die Menschheit auch so gar nicht weiterbringen, wenn du ihn, ja eben, Harper, das wird die Menschheit auch so gar nicht weiterbringen, wenn du ihn da oben irgendwo, obwohl doch, wenn er weg wäre, dann einfach so eine Kamera drauf in so einer scheiß Raumstation und er kriegt nur Essen geliefert, wenn er Videos macht. Das wäre nicht schlecht, stimmt jetzt eigentlich, irgendwie so der Astro-Wongel. Beispiel wäre schon nicht schlecht. Und ich sag das, weil dann später noch eine andere Frage kommt, wo darauf bezogen ist. Also, verstehe ich jetzt nicht falsch. Ja, ich würde mich jetzt zum Beispiel für Geld eigentlich nicht verkaufen. Aber ich habe jetzt damit auch kein Problem. Der Lad würde sich für Geld nicht verkaufen, Freunde. Ja, jetzt hier bitte einfügen, ne, TikTok nachmachen. Aber ihr wisst, was ich meine. Problem, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Job, den macht man im Prinzip sowieso, ja, wenn man eine Freundin hat oder einen Freund hat oder halt mit jemandem zusammen ist, macht man das ja im Prinzip sowieso und andere verdienen damit eben Geld. BWAKA fragt, was für eine Ausbildung hast du eigentlich gemacht? Hashtag Fragdrache. Er hat noch nicht mal eine richtige Schule gemacht. Ach, kannst du dich jetzt streiten über die Aussage, aber... Ja, der Lord hält es nicht nötig, für eine Ausbildung zu machen, weil dem Lord kannst du nichts beibringen. Wenn, dann bringt dir der Lord was bei.
Ne? Stell dir doch mal vor, der Werkstattmeister kommt in die Werkstatt und sagt, was denn hiermit los? Und dann sagt der Lord, das ist der V12, den ich gerade auseinandergebaut habe und wieder am Zusammenbauen bin. Auch Harper lacht, eben, weil es halt so, was willst du dem denn noch beibringen als Werkstattmeister, wenn du sagst, okay, V12 Lord unterwegs, kann er im Handumdrehen auseinander und dann kriegt er doch nicht mal den scheiß Ölfilter in seinen Rudi A4 gedreht, ne? Aber Hauptsache den Scheiß auf die Wishliste setzen. Oh, und dann habe ich mal richtig einen Content so gemacht, das ist ja noch das Schlimmste. Ach, Rüdiger. Ich wollte eigentlich immer eine Lageristenausbildung machen. Ich habe auch eine Zeit lang überlegt, Koch zu werden oder auch Bäcker zu werden, tatsächlich, weil ich koche auch ja total gerne. Du bist doch quasi Koch, hast du schon oft genug dann auch gesagt, ne? Hast du schon oft genug erwähnt. Und außerdem, wenn ich einen Tag mit dir rumhänge, dann kann ich einen Schmorbraten machen. Aber ich habe damals keine Ausbildungsstelle bekommen nach meiner Schulzeit und ich habe dann ein bisschen angefangen zu arbeiten und das. Ja, Gott sei Dank. Welchen Betrieb hättest du denn auch in den Ruin stürzen können? Das war ein Fehler, weil dann habe ich mich nicht mehr darauf konzentriert, eine Ausbildung zu finden. Und dadurch ist dann das Ganze mit der Ausbildung immer weiter nach hinten. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich auch heute noch eine Ausbildung machen, einfach in Bereichen, wo ich sag, ja, ne, vor 30 Jahren habe ich anders gedacht, was cool wäre und was ich für Ausbildung gemacht habe, als was heute. Und du kannst auch heute mit ganz anderen Dingen, sei einfach froh, wenn dir einer was beibringt, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Gerückt. Ich will ja jetzt, Ella, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich habe das in einem Vlog schon mal erwähnt, ich will mich jetzt eventuell dann demnächst mal ein bisschen weiterbilden und will vielleicht auf das Bereich Mediendesign und so weiter ausweiten, das Ganze, will aber in deinem Bereich ansteigen. Das hat ja auch super geklappt, ne? Du hast dich ja wirklich content- und medienmäßig immer gesteigert und immer übertroffen mit deiner Art und Weise. Ob ich das schaffe, ob ich das machen kann, weiß ich noch nicht, aber geplant ist es auf jeden Fall. Also mal schauen, ob ich das vielleicht machen kann. So, Zero Zen fragt, @drachenl, #fragdrache. Was hältst du von der Bundeswehr und warst du mal da? Würdest du gerne mal hin oder wirst du gehen? Also ich bin 25, ich werde nicht mehr zur Bundeswehr gehen. Also nicht wegen Wehrpflicht, also ich bin da aus dem Wehrpflichtalter damals raus gewesen. Ich habe damals Wehrpflicht tatsächlich gehabt, bin dann aber ausgemustert worden aufgrund verschiedener Tatsachen, hauptsächlich wegen meinen Füßen, denn ich habe Probleme mit den Füßen und mit den Knöcheln, das ist ein Geburtsproblem und lauter solche Sachen, also ich wurde damals ausgemustert. Boah, Geburtsproblem kannst du da auch vielleicht anders definieren, ne? Mit der Musterungsstufe 5, glaube ich, ist das, was man ausgemustert wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist schon ein paar Jahre her. Es war, als ich 18 gewesen bin damals. Es ist schon wirklich ein paar Jahre her. Ich bin schon alt. Alter. Digga, ich weiß heute noch, welche Stufe ich habe. Und ich weiß sogar heute noch, dass für die dummen Leute war zum Beispiel auf diesem Musterungsbogen waren Zeichen drauf. Und ich weiß noch, ich hatte den Krankenwagen. Und dann konntest du dann immer sagen, ey, wenn irgendwas mal war, ich hatte den Bogen mit Krankenwagen oder sowas oder mit dem Telefon, das weißt du schon da nicht mehr, das ist ja nur ein paar Tage her. Und du erlebst ja sonst nichts in deinem Leben, ne, das ist, da kommt ja nichts Neues hinzu, dass du alte Sachen vergisst. Fragt, #fragdrache, was ist dein Wunschberuf als Kind? Oder was war dein Wunschberuf als Kind? Ich hatte keinen Wunschberuf, muss ich sagen. Es gibt immer dieses Schmalle von wegen, oh, manche sagen, also die Jungs sagen immer, ja, ich würde gerne Ritter werden oder. Genau, der Beruf Ritter. Wer kennt ihn nicht, ne? Und was willst du heute werden? Ritter. Ja, okay, ne? Schatz, was machst du? Ah, ich gehe zu meiner Ritterschicht. Was ist Ritter? Genau. Das ist der passende Beruf für dich, Ritter. Oder ich würde gerne Polizist werden oder. Ja, das ist schon eher, ne? Was kommst du jetzt mit Cowboy? Keine Ahnung, Feuerwehrmann oder irgend sowas. Muss ich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. War ich auch nie ein Fan davon. Der Lord ist kein Fan davon, Ritter zu sein im Alltag. Stell dir vor, du sitzt beim Jobcenter. Ja, hat er ja eben gesessen. Was haben die denn für Qualifikationen? Ich hab eine dreijährige Ausbildung als Ritter genossen, Freunde. Wenn ich jemals einen Beruf... Ich bin ausgebildeter Ritter. Vielleicht in Erwägung gezogen hätte, dann wäre es wahrscheinlich Drachenreiter gewesen. Da geht sogar die Krone ab. So. Ich kann der König gar nicht ohne Krone moderieren, tut mir leid. Der König, ne? Ich habe auch
genau. Wenn mich einer fragt, und was machst du so beruflich? Ich? Ah, ich bin der König von YouTube. Gewesen. Aber nein, also es gibt eigentlich keinen Wunschberuf, den ich als Kind hatte. Stefan fragt, @drachenl, mit was schneidest du deine geilen Videos? Eben, du hast, um da jetzt mal kurz ernst zu werden, natürlich hast du keinen Wunschberuf, weil du, für auch so einen Beruf willst du irgendwas machen, erschaffen oder gut in was sein. Und dieses Konzept hast du bisher in deinem Leben noch nie begriffen. Videos. Ich schneide meine geilen Videos mit Sony Movie Studios Platinum 12. Er schneidet seine Videos. Hat er geile Videos gesagt? Videos. Ich schneide meine geilen Videos mit... Dieser Spasti. Mit Sony Movie Studios Platinum 12. Ist ein ziemlich geiles Programm. Kann ich auch jedem empfehlen, der Videos anfängt. Zumal, wenn ihr euch diese Version hier holt, die gibt es auf Amazon relativ billig. Die kostet 35 Euro oder was. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment, zurück. Das stand bestimmt auch auf der Wishlist. Billig, die kostet 35 Euro oder was. Was kommt hier für Passwortmanager? Das gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich will das jetzt nicht, dass das hier steht. Kann ich jetzt, soll ich das aktivieren oder entfernen? Scheiße, ich bin Dulli. Kann ich das wegmachen? Mann, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier live im Stream. Die hacken mich. Moment, Harper. Wir müssen. Ja, hol deine Harpunen, es geht los. Ich schneide das doch nicht für YouTube. Da habt ihr jetzt Pech gehabt. Ich muss das jetzt. Kann ich das wegziehen? Keine Ahnung, das war blau, das. Ich hab. Mann! Geh weg! Egal was es ist. Okay, ist nichts Schlimmes. Okay, es geht auf jeden Fall weiter, das ist das Wichtige. Dann werden wir im Hintergrund gehackt. Ist egal. Warum? Warum denn? Hier. Werden wir im Hintergrund gehackt, aber ja, fehlen halt auch noch mindestens 10 Minuten, ne, Freunde. Deshalb gehen wir auch weiter hier. So, der Movie-Studio von Sony. Schön, ne? Okay, hätte ich auch gern. Ich hätte auch voll gern dieses CapCut Pro oder was, dass du die krassen Sachen damit machen kannst. Aber dadurch, dass ich noch nicht in dieser Content-Zeit angekommen bin oder halt nur so einfachen Content mache bisher, lohnt sich das noch nicht wirklich, weil das ist ja auch so ein Monats-Abo-Modell. Ich fand es früher cool, ne? Da kannst du ein Programm kaufen, dann gehört dir das, da kannst du alles mit machen. Gibt's ja heute nicht mehr. Du musst ja für jeden Scheiß irgendwo irgendein Abo abschließen. Du kannst heute keine Spiele mehr kaufen, ohne dass sie fertig sind und so. Aber ja, das war auch früher anders. Harper, gucken wir weiter, ne? Willst du auch mal im Movie-Studio von Sony, willst du auch mal schneiden? Und man kann natürlich auch die neuere Version kaufen, das ist die 14er oder sogar die 15er schon, ich glaub's. Aber das 12er reicht vollkommen aus. Damit kann man im Prinzip auch kann man auch 3D-Videos schneiden. Es sind Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Audioprogramm, dann kann man Audioschnitt machen. Ich mache das allerdings. Das ist schon Vorteil, wenn du einen Audioschnitt machen kannst. Über Audacity und da kann man also so viele verschiedene Sachen machen. Ja, hätte man machen können, hast du aber leider nie, ne? Es ist auch ein Programm dabei, wo man DVDs brennen kann, also richtig auch mit Menü und so weiter, wie richtig. Nice, ja, das, Junge, das war aber schon, 97 war das schon geil, dass du da irgendein blödes DVD-Dingen da machen konntest und kannst du dann einen Film starten oder so drücken. Ja, DVDs halt, wo man sich im Laden kaufen kann. Aber wofür nutzt du das denn? Für deine Gumbels? Wenn die Kumpels kommen, dann kannst du auch sagen, hier, mein Best Friend, kannst du die DVD mit nach Hause nehmen? Ah, die Mullen, die mich hier wieder anschreiben im Stream. Kann man auch machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir schon mal überlegt habe, ob ich da nicht vielleicht dann mal irgendwie so ein kleines Video, dass ich da mal ein wenig was mache und vielleicht ein Video schneide. Ja, aber wenn mal ein Video schneiden, das wäre mal eine coole Idee, ne? Ich habe auch das Video von Snoopys Rollstuhl, habe ich auch geschnitten. Ich habe die Lichtverbesserungen gemacht und alles. Ich habe das Ding halt umgebaut und einen Sound unterlegt und habe ich mir Mühe gegeben, ne? Haben sich die Kanalabonnenten schon angeguckt, hat keiner ein Like rausgeschmissen. Weiß ich auch Bescheid. Jetzt haben wir von Ehrenmann Pussy, warum auch immer, die sich jetzt mittlerweile Ehrenmann nennen, wahrscheinlich wieder in der Trend. Hashtag fragt Drache. Was der Ed Hass möchte gerne wissen, auf welchen Typ Frau du stehst.
Also zum einen mal, stellt bitte keine Fragen von Leuten, die ich geblockt habe. Denn die. Ich muss jetzt nochmal, ich habe ihn verdrängt gerade, Moment. Hass möchte gerne wissen, auf welchen Typ Frau du stehst. Also zum einen mal, stellt bitte keine Fragen von Leuten, die ich geblockt habe. Denn die sind aus gutem Grund geblockt. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr mir gerne eine Frage stellen, aber ansonsten stellt bitte keine anderen Fragen. Oder von anderen Fragen. Damit ihr Bescheid wisst, ne? Der Typ Frau, der mir gefällt. Den gibt es nicht. Gibt es nicht. Es ist eine normale. Danke. Frau eigentlich. Ich mag Frauen, die sich einfach nicht irgendwie daneben benehmen, weil sie jetzt meinen, ja, das ist cool oder sowas. Liebe geht raus, Fluxi. Du bist einer der Besten. Im Prinzip einfach ganz normale Menschen. Also ich achte da nicht drauf, ob jetzt einer schön oder nicht schön ist. Ich achte drauf, wie der Charakter ist. Und das hört sich vielleicht banal an oder sowas, aber es ist tatsächlich so. Friedrich fragt, ach, Rüdiger. Was ist abgesehen von Metal dein Lieblingsmusikstil? Hashtag fragt Drache. Mein Lieblingsmusikstil abgesehen von Metal wäre Rock oder Gothic. Aber ich vermute mal. Aber ich habe jetzt, muss ich direkt einschreiten, weil Rock oder Gothic habe ich wirklich nicht gehört, so im Hintergrund. Ich habe da eher deine Schlagermusik gehört. Das habe ich eher gehört, du harter Mettler. Dass du das mit einschließt, also werde ich sagen, ich höre total gerne zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen vergessen, Schlager höre ich zum Beispiel sehr gerne. J-Pop höre ich sehr gerne, J-Rock, J-Pop nicht, J-Rock höre ich gerne und also so viel, ich höre eigentlich viele Sachen, ich höre eigentlich alles, es gibt eigentlich nicht wirklich das, was ich liebe, am liebsten mag. Es gibt halt nur Metal, das ist Metal, aber ansonsten gibt's eben das Metal, ne? Aber hat er ja gerade gesagt, er hört Schlager und so. Ja, man hört ja eh immer alles irgendwo daran, so ein paar spezielle Sachen, aber ich würde schon sagen, dass man schon so einen groben Musikgeschmack hat irgendwo. Na, also bei mir reicht das eigentlich, wenn du so Chöre einfach hochloopst und im Hintergrund ablaufen lässt, einen fetten Beat dahinter, da muss irgendeiner einen Quatsch drauf rappen, bin ich schon am Start. Yo. Gibt's da nicht wirklich einen Unterschied, also ich höre nicht alles. So, wir sind auf 14 Minuten, werden wir noch zwei Fragen mit reinnehmen, dann ist das Video auch vorbei. Krauttod fragt, Hashtag fragt Drache, wie stehst du zu Prostitution? Das war nämlich die Frage von vorhin, wo ich gesagt habe, dass wir noch mit reinnehmen. Warst du schon mal in einem Bordell, Hund oder... Überall Federn. Das werdet ihr in Fragfuchs Teil 5 sehen. Das ist jetzt noch nicht rausgehauen, also es ist hochgeladen, ist alles fertig. Ich muss da nur gerade noch mit YouTube zusammenrücken, weil das Schlimmste, was ich gesagt hatte in dem Video, war Drecksvideo. Und da haben die gesagt so, nee, das ist, weiß ich nicht, aber da rücken wir mal zusammen und das muss erst geklärt werden, damit ich auch meine vollen 22 Cent für das Video krieg. Katze, kannst du meinen Kumpel Thomas grüßen? Nein, es wird nicht gegrüßt. Nein, ich grüße Thomas nicht. Thomas, fühle dich gegrüßt. Wie kann man denn so schlau sein und das dann überhaupt machen? Genie-Streich-Tipp vom König von YouTube. Rüdiger, hättest du diese Frage nicht reingenommen und nicht beantwortet, hättest du mehr positive Vibes und Energie versprüht, als du es jetzt getan hättest. Warum? So, Hund oder Katze. Normalerweise beantworte ich nur eine Frage, Hund oder Katze. Ich sage dieses Mal einfach Hund. Ich mag aber auch Katzen und ich bin eigentlich da nicht festgelegt, ja. Ja, das ist auch, beantwortet die Frage, Hund oder Katze. Ich mag Hund, finde aber auch Katze cool, ich mag beides. Ja, okay, danke fürs Nicht-Beantworten eigentlich. Hund macht mir nicht so viel Arbeit, eine Katze, die füttert mir und lässt mir raus und dann macht sie, was sie will. Dann kannst du mit Hund theoretisch auch machen. Wie stehst du zur Prostitution? Und selbst das hast du alles nicht hingekriegt. Prostitution. Du hast es noch nicht mal geschafft, zwei kleine arme Hamster am Leben zu halten. Und ja, da kann man natürlich, weißt du, so auch so ein Haustierchen, das hast du dann nicht immer alles. Ja, da gibt's natürlich auch Schicksalsschläge oder sonstiges, aber ach, Rüdiger, du hast halt so von Grund auf da auch so viel falsch gemacht auch. Und dich hat's so gar nicht interessiert, das war das Schlimme auch. Wie ich schon gesagt habe, Prostitution ist meiner Meinung nach ein ganz normaler Beruf wie jeder andere. Gehört sogar mit zum ältesten Beruf überhaupt, weil das schon im Mittelalter als anerkannter Beruf praktiziert wurde. Wurde auch von der Kirche sogar toleriert, das muss man sich mal geben, von der Kirche wurde das toleriert. Also wenn es ja legale Prostitution ist, wenn es jetzt allein irgendwie unter Zwang oder sowas ist, finde ich das damit zumindest keinerlei, ich finde das nicht schlimm eigentlich. Das ist ein ganz normaler Beruf.
Na, ich möchte nur noch daran erinnern, an die Preisliste von seinem Escort-Service, ne? So utopisch. Beruf wie jeder andere auch. Manche gehen halt früh in der Firma und die gehen halt früh ins Bordell oder keine Ahnung, muss halt ihren Job ausüben. Mist, Frage vergessen? Nein, ich war noch in keinem Bordell, sagt er. Und damit die letzte Frage für heute. Hashtag fragt Drache. Wie auch immer, Hashtag fragt Drache. 1. Welchen Schwimmstil, Rücken, Brust, Schwimmen, etc. bevorzugst du? Ich habe keinen bevorzugten Schwimmstil. Das zweite ist, würdest du gerne mal bei Schlag den Raben mitmachen? Definitiv nein. Ich habe schon mal gesagt, dass ich kein Fernsehstar bin und ich möchte auch gar keiner werden. Ich will mit dem Fernsehen nichts zu tun haben. Zum einen läuft im Fernsehen absoluter Scheißdreck. Das ist schon mal das Erste. Zu meiner Zeit sind wenigstens noch coole. Ja, dann kannst du doch mal richtig Show machen da im Fernsehen. Ne? Wenn morgen bei mir das Fernsehen klingelt, sage ich auch, so Freunde, ne? Jetzt gucken wir mal, dass wir hier bei RTL abreißen. Dann definiere ich mich doch nicht mit dem Quatsch, der da vorgelaufen ist. Auch wenn die Fuchsshow auf RTL 2 kommt, dann ist das hier Qualitätssegment da. Dann hast du die Stunde der Qualität auf RTL 2. Dafür kann ich doch sorgen. Also, komm mir nicht so. Du RTL 2, Lord, das wäre, selbst RTL 2 ist ja im Gegensatz zu dir noch richtig mega Qualitätscontent. Schon wieder, dass ich alt bin. Als ich noch in der Schule war, sagen wir es so, da waren wenigstens noch Animes oder Zeichentricks, die richtig cool waren, ja. Ich werde euch mal ein Video unten verlinken, da... Danke fürs Verlinken, ne. ...singt, ja, zugegeben, ein Rapper über verschiedene Videos, über verschiedene Filme, die er früher geschaut hat. Aber ich finde es cool, weil das sind fast alle, die er da erzählt, oder eigentlich nahezu alle, die er da, über die er da singt, habe ich auch selber schon geschaut oder mochte die damals auch. Oder kannte sie zumindest. Und das müsst ihr euch mal echt mal anschauen und euch einmal den Text anhören und mir hier hängt hier voll die Locke ins Gesicht. Okay. Danke, okay. Bei mir ist auch die Zacke hier, das ist von der Krone hier verbogen. Ah, die ist zu kurz. Hier ist gerade ein Vogel gelandet. So. Ja, das war eigentlich soweit das Hashtag Fragt Drache Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, haut rein. Ciao. Nein, es reicht jetzt auch heute, ne? Ich habe nämlich gerade schon im Augenwinkel gesehen. Ich habe ja schon mehr als genug gemacht. Richtig, ne? Zwei Minuten schon überzogen, Freunde. Punkt 1 wird mir angerechnet, Punkt 2 habt ihr eigentlich gar nicht verdient, ne? Trotzdem, ganz vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch den Quatsch mit uns hier sozusagen geguckt habt, ne? Ihr merkt schon, ist das über die Stunde, da hat er schon gar keine Kraft mehr zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt, ne? Wenn ihr möchtet, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bei YouTube sage ich, Metal off, tschüss!